Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 95 von Star Vector. Ja, da sind wir da drin in unserem Spiel. Wir sind im Nexus-System und wollen hier irgendwo eine Station erreichen, die ich jetzt gar nicht sehe. Oder ist es hier unten? Ne, die müsste hier irgendwo liegen. Trading Station. Okay, dann fliegen wir doch da mal hin. Speeding up time, das funktioniert. Und dann schauen wir mal, was da so los ist, ne? So, Buy or Sell Trading Resources. Und hier müssten wir eigentlich die Low-Tech Components loswerden. Aber Sell High-Tech Components. Ich habe mich hier wieder voll vertan. Das heißt, das funktioniert auch hier nicht. Wir sammeln dann auf Achilles, oder wie der Planet da unten heißt, wahrscheinlich die ganze Geschichte ein. Wir müssen nur gerade gucken, ob wir hier mit da runterkommen. Und ich glaube das eher nicht. Wir haben noch ein paar Taler da. Machen wir mal so. Und hier werden wir definitiv ein paar mehr brauchen. Ich denke mal so, oder? Confirm. Kommen wir da raus. Ja, verkaufen. Sell High-Tech Components. Wir haben High-Tech-Komponenten zu verkaufen. Hat man nicht Low-Tech-Komponenten zu verkaufen? Okay, das würde 199. Machen wir. Da gab es auch Erfahrung für. Disconnect. Und dann gucken wir hier nochmal rein. Ne, das waren die Low-Tech-Komponenten, die wir loswerden wollten. Aber die werden wir hier oben nicht los. Alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, fliegen wir ins Achilles-System. Sonst, glaube ich, brauchen wir hier nichts. Sprungtor gesucht. Jetzt haben wir das Sprungtor auch geschafft. Speeding up time. Rauszoomen geht nicht. Reinzoomen geht noch. So groß ist es. Wow. Interessant. Da ist unser Sprungtor. Und dann Order Jump. Und dann gucken wir mal, dass wir hier nach dort unten hinkommen. Stopp. Hier kauft man Mineralien, die verkauft man. Da kriegt man die Low-Tech-Komponenten und die bringt man nach Zentronom. Da müssen wir hin. Glaube ich jedenfalls. Wir werden es sehen. Das wäre jetzt kein Umweg in dem Sinne, das liegt ja auf der Strecke mehr. Da einmal rein, jump in. Und ich glaube da oben war es, ne? Jupp. Auf zur Trading Station. Da sind wir jetzt richtig. Und buy high-tech components and sell low-tech components. Genau das wollten wir tun. Gut, nochmal 6000 Erfahrung gekriegt. Ja, wir können jetzt hier noch die High-Techs mitnehmen. Die sind dann wieder bei den Mineralien gefragt, ne? Ja, kaufen wir. Disconnect. Ne, das war verkehrt. Da wollte ich hin. Hier brauchen wir noch ein bisschen Fuel. Haben aber kein Geld mehr dafür. Aber es müsste vielleicht auch so reichen. Würde ich mal sagen, schauen wir mal, oder? Dahin. Passt. Oh, die gehen auch so runter. Nicht so gut. Hyperspace. Nach Hause. Gucken, wie weit wir kommen. Oh, das rasselt hier runter. Guckt euch das an. Gleich alle und dann driften wir dahin. Ich hoffe, wir driften in die richtige Richtung. Aha.
Okay. Supplies sind wir low dran, ne? Okay. Da geht's trotzdem da rein. Jetzt erstmal nach. Nee, oder? Dahin. Nochmal, jetzt ist die Station frei. Erstmal dorthin. Obwohl, das liegt auf dem Weg hier, ne? Industrial Equipment nehmen wir mit und das nehmen wir auch mit. Passt. Muss man da was umlagern oder reicht das mit 27? Ich glaube, das reicht mit 27. Zur Trading Station hin. Die ist ja auch gleich schon nebenan. Gut. So, Sell Industrial Equipment. Machen wir jetzt einfach mal. Und die Hightech-Klamotten haben wir immer noch mit, ne? Ha. Wir brauchen auf jeden Fall Fuel. Haben wir. Und ja, die brauchen wir auch, Supplies. Haben wir auch. Geht auch. Gut. Gehen wir auf eine Karte. Fliegen wir dort nochmal hin. Holen den Rest dann noch ab. Da war doch eben was produziert, meine ich. Ja, die Low-Tech-Components. Confirm. Gehen wir erst auf eine Map, dann auf Sprungtor und dann verlassen wir diese Gegend. Okay. Jetzt hatten wir auch noch High-Tech-Components, ne? Ja. Okay. Die bringen wir jetzt nach Nexus. Da ist das Sprungtor. Einmal dahin. Dann bringen wir da die Hightech-Components weg, oder? Okay. Da einmal rüber. Da sind irgendwelche blauen Flotten und grünen Flotten. Ist richtig was los in dem System. Cell Hightech Components ist hier. Und weg. Erfahrungspunkte gesammelt. So, hier möchte ich aber gar nichts mehr haben. Außer hier vielleicht noch ein paar Spritgeschichten und Supplies vielleicht auch noch. So zur Sicherung, ne? Gut, dann gehen wir wieder auf die Map. Sprungtor. Leave und auf geht's. Ich hätte das jetzt nicht angenommen. Gut, dann doch. Okay. Was haben wir denn hier? ESA Civilian Cargo Holders. Die sind neutral, okay. Zum Sprungtor, da ist es. Jump into the Hyperspace. Und dann fliegen wir hier hinten zu unserem System hin. In der Hoffnung, dass wir da auch passend ankommen. 484 Supplies. Reichlich, ne? Okay.
Das rasselt schon wieder runter, aber da ist das System. Da reingejumpt. Dann bringen wir dorthin. Haben wir ja genug Lebensmittel wahrscheinlich da, Supplies und so. Wenn die 492 da produziert haben, ne, und das ist alles da, dann haben wir da über 1000 jetzt, weil eben kam ja schon mal diese Information. Ja, es ist wirklich so. Nee, das bleibt hier. Oh. Noch ein Tausender. Nee, warte mal, das bleibt hier. Das passt schon. Wow, jetzt hätte ich beinahe einen Fehler gemacht. Das ist so. Wir müssen das alles mitnehmen. So ist es richtig. Einmal sortiert. Jo. Confirm. Leave. Einmal darüber. Exotic Minerals können wir ja kaufen. Aber das wollen wir ja gar nicht so sehr. Sondern wir geben mal, das behalten wir mal und das. Und das, und das, und das, und das, und das, gehen wir mal hier hin. Confirm. So, Geld haben wir jetzt wieder, ne? Gut. Jetzt können wir hier eigentlich auch noch was einbauen, ne, oder? Link Beamer oder Micro Laser Array. Der auch da rein. Da ist schon was drin. Hier sind noch welche, die sind empty. Und da oben auch noch. Da sind nur noch zwei frei, alles klar. Ja, dann geht erstmal nichts mehr. Das lassen wir dann aber so. Also 1, 2, 3, 4, 5 Positionen, 6, 7 Positionen sind jetzt hier. Ach, da ist auch noch eine, ne? Dann sind es schon 9 Positionen, die da noch frei sind, ne? Gut, dann müssen wir da noch was machen. Stellt sich die Frage, ob wir hier anderes abbauen dann, ne? Oder aber wir warten immer, bis wir Level-Ups haben für die Punkte. Das machen wir hoch dann noch. Der hat ja was, ne? 97 von 97. Die sind alle voll ausgerüstet. Charakter, ist da was noch? Nein, da ist der Level noch ein bisschen hin. 1.131 Punkte. Wir haben 1.149 zu schaffen. Das heißt 8 und 18. 18.000 Punkte. Gut, okay. Kaufen kann man hier auch noch. Diese schicken Schiffe alle. Brauchen wir jetzt aber nicht. Gut, dann waren wir da. Das war ein Supply Depot und hier unten haben wir noch was, ne? Military Outpost. Ich denke, den können wir dann auch nochmal anfliegen. Aber das machen wir, denke ich mal, dann in der nächsten Runde.
Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.